Team Carola ist on Tour heute hier in Bösenrode. Bösenrode ist ein Ortsteil von Berga und wir treffen uns hier im neuen Thürer-Saal gleich mit der Bürgermeisterin Katrin Trepschuh. Wahnsinn, es gibt ja noch einen anderen Raum, den man ja auch zum Beispiel für Schulungen nutzen kann. Und das war ja die ursprüngliche Idee, auch mit diesen Fördermitteln, weil es ja eingebunden sein soll und wird es ja dann vielleicht trotzdem in diesen FFH-Thürer-Rundweg. Genau. Da ist ja auch schon in den letzten Jahren viel passiert. Es fing ja an, so mit Grundstücke zu bereinigen und Sachen herzurichten. Wie geht es da jetzt weiter? Also der erste Bauabschnitt ist ja genehmigt mit einer 100%igen Förderung. Und das ist jetzt gerade im Vorlauf. Also es werden Informationstafeln am Rundweg aufgestellt. Auch der ist ja barrierefrei. Es wird der Erlebnisspielplatz hier im Prinzip hinter dem Grundstück errichtet. Da gibt es eine Firma, die das jetzt begleitet und vorbereitet. Da soll es halt so sein, dass das auch eine Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat stattfindet, dass man das koordiniert für Schulprojekte, für Ähnliches. Und dann werden wir auch diesen Raum in diese Nutzung mit einbeziehen, sodass wir immer eine Schlechtwettervariante haben, wenn ein Schulprojekt ist vielleicht draußen, wo man eben informiert über das FFH-Gebiet, dass man das unter Umständen eben auch in diesem kleinen Raum machen kann, je nach Teilnehmergröße, natürlich auch der Saal dort mit eingebunden wird. Und der nächste Bauabschnitt ist so, wo ist mein Plan, dass man also da auch eine Verbindung schafft bis zur Heimkehle, weil dort das große Informationszentrum ist und fließt ja auch in dieses FFH-Gebiet ein. Da würde ich mir wünschen, dass das eben auch gemeinsam auf die Füße gestellt wird. Und da denke ich, haben wir auch einen tollen touristischen Anziehungspunkt. Ja, wenn man an unser Schwimmbad denkt, was auch ein wunderschönes Fleckchen ist und durch den Verein in den letzten Jahren so toll entwickelt wurde. Da fallen mir noch ganz viele Sachen ein. Könnte ich jetzt noch weiter träumen und spinnen, aber ich weiß nicht, ob ich so lange Bürgermeisterin bin. Ich hoffe, dass es klappt. Und bei allem, was Corona so Schlechtes mitgebracht hat und mitbringt und für alle eine Belastung ist, kann es ja gerade so für den Tourismus in unserer Region eine Chance sein. Also seit einem Jahr sieht man ja schon mehr Menschen, die wandern gehen, die Fahrrad fahren gehen. Mehr kann man ja auch nicht machen. Aber wir haben ja eine wunderschöne Region hier und auch viele Möglichkeiten. Und da wäre das ja auch so eine Möglichkeit, um hervorzukommen. Wir sagen ja, der Landkreis sagt, wir müssen irgendwie Tourismus stärken und wir wollen das versuchen. Deswegen wollen wir uns ja auch mit den Radwegen noch mal genauer beschäftigen. Das wäre ja dann eine so eine Möglichkeit, um auch so ein bisschen als Leuchtturm zu glänzen. Auch die Verbindung natürlich von hier bis zum Harz. Also Radweg betrifft ja nicht nur Berger Uftrung, es geht ja weiter bis von Lebrode-Stolberg. Ist ja auch Europaradweg, die Strecke. Ja, es ist ja schon ein ausgewiesener Radweg, der einfach eine große Sanierung bedarf. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.